Und wieder mal freue ich mich, dass ein Lokal neu eröffnet wird hier in Hietzing, nämlich ganz genau gesagt hier in Speising in der Friedenstadt, am Ende der Speisinger Straße zur Mauer, das Lokal Leonardo. Ein Italiener, ich denke jetzt einer von vier Italienern in Hietzing. Und ich wünsche den Herrn Fellermann, er ist der Betreiber hier, alles Gute, viel Erfolg, sehr viele liebe Gäste. Seit 10 Jahren warte ich auf ein Lokal hier in Hietzing zu ersetzen. Es war mein Wunsch, das einmal im Hietzing ein Lokal zu haben. Es ist ein gehobenes italienisches Restaurant. Ein Unterschied ist dann frisch Kräuter, frische Ware, frische Pasta, frischer Fisch, wird alles täglich frisch geliefert. Der Fischspezialität ist die Hauptspezialität bei mir. Fisch im Salzkruste, die frische Pasta. Da wird die Pasta hier gemacht. Eine ganz, ganz moderne Küche. Von allen Regionen in Italien wird der Wein hergesetzt, von Sizilien bis Toskana, bis Colli. Da wird alle Regionen Italien Wein hier im Lokal sein. Und jetzt gibt es eben den Herrn Fellermann. Und er wird versuchen, das bestmöglich zu lösen. Bestmöglich einfach mit tollen Getränken, tollen Speisen hier die Hietzinger verwöhnen zu können. Und ich wünsche auch dem Wolfgang, seinem Geschäftsführer, da viel Erfolg mit seinem Team. Liebe Leute, ich darf ganz kurz die Musik unterbrechen und euch hier im Namen des Restaurantbesitzers, des Geschäftsführers, des Nasser Phänomen, herzlich begrüßen und sagen Dankeschön, dass ihr alle gekommen seid. Einige Worte wird jetzt unsere Bezirksvertreterin, die Silke Kobalt, an euch richten und wird natürlich dem Lokal viel Gutes wünschen, denke ich mir nicht schlechtes. Und der Nassan wird euch auch begrüßen. Liebe Silke, lieber Nassan, auf die Bühne. Vielen Dank, lieber Merkel, für die nette Begrüßung. Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Fellermann, heute ist echt ein schöner Tag für die Hietzinger Gastronomie und wir sind enorm glücklich. Ich darf jetzt da als Hietzinger Bezirksvorsteherin sprechen für alle, die da aus dem 23. oder anderen Bezirken kommen. Verzeihen Sie mir das bitte, aber ich muss das einfach sagen. Wir sind da wirklich am letzten Eck von Hietzing, die Wittgensteinstraße, angrenzend an das Lokal ist die Bezirksgrenze. Und wir haben jetzt wieder einen echten Italiener im Bezirk. Und es freut uns wahnsinnig, dass Sie das Lokal übernommen haben. Die Kostproben sind sehr, sehr vielversprechend, genauso wie der Name. Und ich wünsche Ihnen einfach ganz, ganz viel Glück. Wir Hietzinger, ich glaube, das darf ich sagen, sind ein bisschen ein anspruchsvolles Publikum, aber dafür dann umso treuer. Und ich freue mich einfach sehr, dass es das Restaurant gibt und wir werden ganz, ganz gern hierher kommen. Viel Glück für Sie, Herr Fellermann. Danke für den Schritt. Alles Gute fürs Restaurant. Danke, Frau Magister, danke vielmals. Herzlich willkommen im Lokal Leonardo. Die Atmosphäre war irrsinnig schön. Alle Gäste, alle Freunde, die da waren, die waren so zufrieden. Ich habe viele Gäste gesehen, viele Freunde. War ein schöner Abend hier in der Eröffnung. Über 200 Leute waren da mit der kleinen Fingerfood und der war irrsinnig schön und gut kostbar. Haben das absichtlich gemacht, dass unsere Gäste und unsere Freunde das einmal schauen, was wir kochen können. Alle sind auf die Speisekarte. Eigentlich, ich wollte nur, dass es meinen Namen hier setzen und bekannt sein mit der Qualität, mit dem Namen, dass ich irgendwie mit dem Vertrauen die Kunden und die Gäste über unsere Qualität und die Frischigkeit von den alle Zutaten. Alles Gute, danke vielmals fürs Kommen, herzlich Dank und danke vielmals für eure Zeit. Sarà quel che sarà.